Baerbock war gestern in der TV-Show von Karim Joska und hat wie immer über Putin und über seinen Krieg geschimpft. Aber als die offiziellen Kameras aus waren, da hat Baerbock die Maske fallen lassen und plaudert plötzlich über lustige Zeiten mit dem russischen Außenminister. Unglaublich! Alle Details in diesem Video. Heute gibt es mal wieder eine neue Episode aus dem Paralleluniversum von Annalena Baerbock. Die war nämlich gestern in der TV-Show von Karim Joska und dabei kam es nicht nur einmal zu einem Totalausfall, sondern gleich dreimal. Und vor allem hat Baerbock ihre Maske fallen lassen und gesagt, was sie wirklich über Russlands Präsident Putin und seinen Außenminister Lavrov denkt. Aber steigen wir mal ganz klein ein und steigern uns dann bis zum Höhepunkt. Bleibt also bis zum Ende dran. Direkt starten wir mal mit dem ersten Ausschnitt. Außenpolitik heißt doch nicht, dass sich zwei Außenminister treffen und dann mal ihr Außenministerium und das Regierungsviertel von innen gesehen habe, sondern ich repräsentiere 84 Millionen Menschen in der ganzen Vielfalt. Also ich weiß ja nicht, auf welchem weit entfernten Stern diese Frau lebt, wenn sie solche Aussagen tätigt. Also mich repräsentiert diese Frau auf gar keinen Fall. Und ich würde sogar behaupten, dass 99% der deutschen Staatsbürger genau dasselbe sagen würden. Und vor allen Dingen finde ich es eine riesengroße Frechheit, dass gerade Außenministerin Baerbock das sagt. Ich meine, zuerst stellt die sich in alle Öffentlichkeit hin und sagt, dass ihr die deutschen Wähler egal sind. Und jetzt behauptet sie plötzlich, dass sie 84 Millionen Deutsche vertritt. Ich meine, merkt diese Frau überhaupt noch, welchen Unsinn die von sich gibt? Und dazu kommt auch noch, dass diese Frau ja nicht mal in ihrem eigenen Wahlkreis bei der Bundestagswahl 21 gewonnen hat und nur über ihre Parteiliste in den Bundestag kam. Weil bei der Wahl bekam sie nur rund 35.000 Stimmen und das sind viel, viel, viel weniger. Das sind nur 0,04% der deutschen Bevölkerung und weit weg von dem, was die da behauptet. Wenn also Baerbock sagt, sie vertritt 84 Millionen Deutsche, dann ist das komplett gelogen. Diese Frau vertritt maximal die 35.000 geistig verwirrten Einzelpersonen, die diese Frau direkt gewählt haben. Aber kommen wir mal zum nächsten Ausschnitt. Aber das Wichtige ist, zum einen seine Lügen, muss man es ja nennen, nicht stehen zu lassen. Und das ist für mich in all den zwei Jahren so wichtig gewesen, wo ja auch diskutiert wurde, warum spreche ich manche Dinge so klar an. Weil ein Teil dieser Strategie ist, dass diese Lügen verfangen. Dass Menschen, und das haben wir auch bei uns in Deutschland immer wieder, ja, aber Putin wolle doch verhandeln. Genau, der Bundeskanzler hatte das getan, wie andere Präsidenten oder Staats- und Regierungschefs auch, weil wir seit zwei Jahren alles dafür tun, auch das ist mir wichtig, auch im deutschen Fernsehen nochmal zu unterstreichen, weil wir seit zwei Jahren alles dafür tun, dass dieser Krieg zu Ende geht, dass möglichst morgen Frieden wäre. Also das ist ja wohl mal die größte Lüge überhaupt. Sowohl Baerbock als auch viele der anderen westlichen Politiker weigern sich komplett mit Putin zu verhandeln. Zumal Zelensky die Verhandlung mit Putin ja sogar per Gesetz verboten hat. Putin sagt aber immer, dass er gerne verhandeln will und das Gespräch mit dem Westen sucht. Baerbock und Scholz sagen genau das Gegenteil. Sie sagen, Putin will nicht verhandeln. Also eine der beiden Seiten lügt offensichtlich. Und ich überlasse es euch zu entscheiden, wer von beiden lügt. Und noch krasser ist die Aussage von Baerbock, dass sie alles tun, um diesen Krieg zu beenden. Also da kann ich mir echt nur an den Kopf fassen. Mit den ganzen Waffenlieferungen, die Baerbock immer fordert, macht sie genau das Gegenteil. Selbst Zelensky hat schon mehrfach betont, dass der Krieg ohne die westlichen Waffen sofort zu Ende wäre. Hätten wir also die Waffenlieferung eingestellt, wäre der Krieg zu Ende. Natürlich nicht zu den Bedingungen, die der Westen gerne hätte, aber der Krieg wäre zu Ende und auch das Sterben wäre zu Ende. Also lügt Baerbock komplett, wenn sie sagt, dass sie alles tut, um den Krieg zu beenden. Weil dann würde sie nämlich keine Waffen mehr liefern. Aber
Kommen wir mal zum fünften Ausschritt. Und wenn wir das nicht aufhalten können, rückt die Front, die Ukrainer haben das ja zurückgedrängt von Kiew weg, rückt die weiter zu uns. Und auch das ist direkt wieder eine Lüge und zeigt, dass Baerbock absolut keine Ahnung hat von dem, was in der Ukraine vorgeht. Ja? Und um es hier nochmal in aller Deutlichkeit auch für Baerbock zum Mitschreiben zu sagen. Nein, Frau Baerbock, die Ukrainer haben die Russen nicht aus Kiew zurückgedrängt. Die Russen haben sich freiwillig zurückgezogen, weil man ihnen damals versprochen hat, dass dadurch das Friedensabkommen im März 2022 unterschrieben wird. Selbst der ukrainische Chefunterhändler hat damals in einem Interview bestätigt, dass sie Putin aufgefordert haben, seine Truppen von Kiew abzuziehen, weil sie kein Friedensabkommen mit einer Waffe am Kopf unterschreiben können. Als gutes Zeichen sollte sich Putin zurückziehen. Tja, und genau das hat er getan. Aber dann wurde er betrogen, weil das Friedensabkommen vom Westen zerrissen worden ist, wie jetzt schon viele unzählige hochrangige Politiker und Medien bestätigt haben. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es zeigt einfach nur deutlich, dass Baerbock in ihrer Fantasiewelt lebt und sich die Dinge immer so zurechtlügt, wie es gerade in ihre linksgrüne Ideologie passt. Aber jetzt kommen wir zum letzten Ausschnitt, welcher aber erst entstanden ist, als die offiziellen Kameras ausgeschaltet waren und das Millionenpublikum von ZDF den Fernseher abgeschaltet hat. Schaut euch mal folgenden Ausschnitt an, wie es dann vor sich gegangen ist, als die Kameras plötzlich aus waren. Die Sendung ist zu Ende. Freunde, hier schon mal, die gehen hier alle, aber unsere Gäste sind noch da und ich weiß, wie frage ich denn jetzt mal zuerst Michael Thumann, ob er was Russisches trinken will. Trinken? Ja, sehr, sehr gern. Also wenn Sie was haben, dann machen wir das jetzt gleich. Frau Baerbock hat schlechte Erfahrungen mit Wodka, wenn ich mich erinnere. Kann das sein? Mit Sergej Lavrov, der hat ihn mal was andrehen wollen. Der wollte mir mittags mehrfach Wodka nachgießen. Ja, und dem haben Sie widerstanden. Den habe ich widerstanden und habe gesagt, wenn es ein Härtetest sein soll, ich habe zwei Kinder geboren, was haben Sie denn so zu bieten? Also, was haben Sie denn so zu bieten? Habe ich natürlich nicht gesagt. Und was wollen Sie jetzt trinken? Och, was gibt's denn hier? Also einen Rotwein würde ich ja nehmen. Okay, das schaffen wir. Wow, also als ich das gesehen habe, da war ich wirklich maximal irritiert. Im offiziellen Teil des Interviews schimpft Baerbock massiv über die Russen und auch über den russischen Außenminister Lavrov. Ja? Aber als die Kameras dann plötzlich aus sind, da packt sie plötzlich ihre lustigen Suff-Geschichten mit Lavrov aus. Und das waren ja nur die Worte, die Baerbock noch in die Handykamera gesprochen hat. Wer weiß, welche lustigen Geschichten sie noch erzählt haben, als gar keine Kameras mehr an waren. Ihr seht also, selbst Baerbock hat mit den Russen Spaß, wenn alle Kameras ausgeschaltet sind. Und noch deutlicher kann man eigentlich nicht zeigen, wie hier wirklich das ganze ZDF-Publikum und Millionen von Deutschen von vorne bis hinten verarscht werden. Und deswegen teilt dieses Video bitte in allen sozialen Medien, sodass wirklich auch noch jeder sieht, was die Deutschen offiziell nicht sehen dürfen und wie Baerbock wirklich über die Russen denkt.